Hallöchen und willkommen. Hier ist wieder André und Alex und Hallo. Heute geht's wieder weiter mit Yu-Gi-Oh! Karten, Unboxing, Openings, schon wieder einmal. Und heute geht es um Yu-Gi-Oh! Was steht da? Legendary Duelist from the Deep. Duels from the Deep. Alles Ganze um Wasser geht es heute. Ja. Wasserdecks. So, erzähl mal was darüber. Ja, genau. Also das ist halt so eine Nebenbox mit, wie war das, 57 Karten? Ja, 57 Karten und genau, da sind halt drei so eine Themen drin. Einmal Marinzessin, Shark und Umi. Also Marinzessin und Shark. Prinzessin? Marinzessin. So halt Meerjungfrauen. Dings. Genau, alles halt um Wasser. Ein Pack hat 36 Karten, A5. Genau. Fünf Booster. Das ist ein absolutes Mini-Display. Also wenn wir zwei Displays davon. Ja. Ein Display kostet wie viel? Was hast du? 40. 40 Euro. 40 ja. Euro für ein Display, also das ist eigentlich noch ein recht guter Schnapper, wenn man bedenkt. So. Meistens kosten die immer doppelt so viel, so um die 80 bis 90 Euro, vielleicht auch mal ein 60. Zum Glück aber nicht irgendwie so um die. Oder 120 gab es bestimmt auch, glaube ich, schon mal. Ne? Ja, für die Älteren, ja. Für die Älteren halt, denn da gab es auch mal ein 120er Display. Aber es hält sich noch ein Rahmen, dass man dann wirklich sagen kann, Okay, das geht dann noch. Da sind halt nicht so wertvolle Karten drin. Die Chase-Karte ist halt hier, ne, einmal hier verbotener Tropfen, der geht mit 50 Euro gerade über die Bühne, und eine Ghost Rare Forbidden Arc ist drin. Genau. Mal schauen, ob wir eine ziehen. Nummer 101, lautlose Ehre Arc. Genau. Die Nummer 000 steht hier im Internet, auch geil. Ja, mal schauen, ob wir ziehen. Also ich habe mir die Packs geholt, weil ich halt gerne ein Umi-Deck zusammenstellen wollte. Aber die eigentlich immer schon, aber das war halt immer schwach, ne? Und hier sind ganz coole neue Supportkarten drin. Es gab nie immer wirklich viel, ne, wirklich was Wasser. Doch, es gab mal so Fische oder sowas, ne? Shark habe ich doch in letzter Zeit öfter mal gesehen. Aber so ein richtiges Starterdeck mit Wasserkarten, da gab es nicht so richtig irgendwie was für. Genau. Also eher Feuer, Flamme, so, das kam dann eher nochmal, aber so Wasser richtig nicht. Wer den hier noch kennt, hier unser Marco Tsunami hier, der absolute Spezialist, ne, was Wasserdecks angeht, hier mit seinen legendären Fischer. Legendären Fischer, genau, der ist hier auch drin. Da haben sich ja viele gewünscht, dass der legendäre Fischer im Ghostware ist, aber. Sehe ich gar nicht. Gibt es den überhaupt hier drin? Legendäre Fischer gibt es ja. Also gibt's ja dann, alle drei. Also es gibt ja drei legendäre Fischer 1, 2 und 3, die sind hier drin. Ich kenne nur einen sogar. Ist halt ganz cool. Hier die Wahlfestung ist dabei. Mit aufgewertet mit neuen Effekt. Kairoshin war ja auch ein normales Monster, aufgewertet mit neuen Effekt. Dann die Qualle und ein Oktopus ist auch noch mit dabei. Alle früher normal Monster gewesen, halt jetzt mit Effekt. Ist halt ganz geil. Ich hoffe, ihr kennt euch alle aus mit Yu-Gi-Oh! Denn sonst seid ihr hier echt mit Fragezeichen. Ja, also nee, auf jeden Fall. Also ich würde mir halt gerne ein Umi-Deck bauen. Deswegen hoffe ich auf viele Karten von Marco Tsunami. Wie der Kaioshin oder Fischsonar ist halt ein ganz guter, wo du halt Ich höre mal Kaioshin von Dragon Ball Z. Kaioshin. Okay. Genau. Kaioshin. So ähnlich wie von Dragon Ball Kaioshin. Auch gut. Ja, gut. Auf jeden Fall. Also das ist mein erstes Display sogar, was ich mir zulege. Hast du noch nie ein Display geholt? Nee, ich habe auch, also Booster allgemein. Booster ich haben wir ja mal. Ja, also ja, früher ja, aber halt. Wir haben auch immer, ne? Wir haben ja auch viel. Karten immer einzeln bestellt, also wir sind dann doch schon diejenigen, die mal sagen, also wenn wir was Spezielles brauchen, wir holen die Karten dann wirklich einzeln dann, solange zumindest, wie wir einen guten Lauf haben und die alle sicher bei uns ankommen, die einzelnen Karten. Ja. Ich glaube, ihr kennt das ja auch, wenn ihr mal unbedingt so ein spezielles Deck zusammenlegen wollt, dann gibt es so halt gewissen einzelnen Läden oder ne, Internet, wo man sie bestellen kann, sogar einzeln. Und dann kommen sie aber absolut schrottig an, wenn du Pech hast. Aber wir hatten bisher eigentlich immer, ne, wir hatten immer gutes. Wir hatten jetzt nicht oft einzelne Karten bestellt, aber die kamen immer ganz gut an. Übrigens, wir haben unsere Karten alle bei Gate to the Games bestellt gehabt. Immer wieder ein super Laden, mache ich gerne für Werbung, weil die machen super Arbeit, was Karten angeht. Egal, echt schnell da. Also echt super schnell da. Zwei, drei Tage war das Ding da. Ja, deswegen ist schon richtig geil. Yu-Gi-Oh! Pokémon-Karten und... Ich hätte mir gerne mal Digimon-Karten auch nochmal zugelegt. Tatsache. Ja, das kommt ja jetzt wieder, ne? Digimon kommt jetzt Tatsache wieder irgendwie, weil da habe ich nämlich auch noch die allerersten Auflagen, die damals rausgekommen sind. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da alle gesammelt hatte damals. Die kann man aber leider nur, die kannst du nur auf Englisch kaufen, leider. Ja. Ich habe mir mal die angeschaut, die Starterdecks, die Displays, die gab es ja nur auf Englisch. Hätte sie dann doch schon ganz gerne eigentlich auf Deutsch. Aber na gut, vielleicht irgendwann mal, vielleicht wird es ja auch nochmal ein bisschen mit Digimon berühmt. Den Karten mal wieder. Aber okay, gut.
Jo, ja, Yu-Gi-Oh! Legendary Duel. Wasserdisk. Wasserdisk, genau. Mal schauen, was wir alles ziehen. Was mal, ja, genau. Mal schauen, was wir ziehen und dann schauen wir mal, ob wir hier ein gutes Highlight rausbekommen, ob wir ein schönes Deck hier rauskriegen können. Und dann sehen wir uns gleich wieder bei der Super Draufsicht und dann, ja, bis gleich. So, wir sind auch wieder zurück jetzt hier und kümmern uns jetzt weiter um die nächsten Karten. Haufen Karten jetzt so. Das wird ein richtiger Haufen, ne? Genau, jetzt haben wir richtig was zu tun, denn jetzt müssen wir halt mit den zwei Displays hier uns die Wasser Pokémon-Karten, wollte ich schon sagen, gerade Wasser-Yu-Gi-Oh-Karten jetzt hier erstmal sichern. Und genau, da gehen wir auch mal hin und dann zack, haben wir hier unsere zwei schönen Displays, die wir jetzt hier schön einmal offen haben und dann einmal geschlossen noch. Und dann, ja, was, wie viele haben wir jetzt hier drinnen nochmal an Booster? Wir haben hier 36 Booster. 36 Booster, das ist echt Karten. Krass, wie viele Booster hier sind. Fünf Karten drin in einem Booster. Und dann würde ich vorschlagen, machen wir erstmal natürlich eins, ne, auf und dann... Genau, also das haben wir ja schon mal, genau, vorbereitet. Genau, das schon hier offen ist, das machen wir jetzt dann, das haben wir vorbereitet. Okay. Das kommt hier beiseite. Und, ja. Fangen wir mal an. Wir können auch jeder, alle Booster, wir können auch alle Booster rausholen. Jeder ein Stapel. Also nehmt euch schon mal gut Zeit vor. Wir haben eine ganze Menge vor. Ich lasse jetzt einfach mal hier wahllos hier so. Schaut euch das an. Wir können sie auch mal durchmischen an sich. Das ist auch ganz gut. Schau das an, Alter. Das ist nur eine Hälfte. Das ist wirklich nur eine Hälfte jetzt hier. Und wir haben zwei ganze Reihen davon. Für 40 Euro. Das ist geil. Das ist richtig geil. Und wir haben hier zwei Displays davon, Wahnsinn. Ich glaube, das können wir aufteilen auf Part 1 und Part 2. Ja. So, willst du anfangen jetzt mal? Ja, gut. Wir wecken uns wieder ab, immer jeder einen Booster. Ich an hier, ein Booster. Wir ziehen die hier ein bisschen außerhalb der Kamera. Und ja, wir zeigen euch die Karten dann, genau, hier im Zoom. Und dann fangen wir schon mal an. Kannst du auf den Boden legen, kannst du auf die hier unten. Legendärer. Machst du eine dann. Fischer Nummer 2. Das ist schon mal eine gute Karte. Zorn, cool, von Kairyoshin. Zauberkarte. Dann haben wir Marinzessin Seepferdchen. Die Prinzessin wieder. Marinzessin. Siebter Aufstieg. Haben wir hier irgendwie eine krasse Rare drin? Ultra Rare, ja. Das, genau, ist schon unser erster Ultra Rare. Ich weiß gar nicht, wie wir kriegen. 4, 5. Das ist jetzt die vorletzte Karte? Genau. Da müssen wir mal gucken, vielleicht die vorletzte Karte als, weiß nicht, als letzte machen oder? Ja. Müssen wir mal gleich mal schauen, wie wir das speziell machen. Ja, auf jeden Fall für Shark. Kommt zur Seite. Ein Shark-Deck, die packen wir zur Seite, genau. Ultra Rare und eine Rare Marinzessin. Schläfrige Maid. Die Schläfrige Maid. Gut. Das, also die Rare ist ganz, Booster, also wir haben die Rare ganz unten und die... Ja, irgendwie so. Also auf jeden Fall, die Ultra Rare Kanten ist, glaube ich, immer auf dem vorletzten Platz. Auf dem vorletzten Platz, gut. Ja. Ich bin dran. Weiter geht's mit dem nächsten Booster. Und dann machen wir sie mal auf. So, mal gucken, dass wir hier den... Sehen wir was Gutes? Da ist auf die Frische Karten dann ist so. So, dann nehme ich mal die vorletzte und packe sie nach ganz hin, dann drehe ich die einfach. Ja, okay. Und dann haben wir das schon. So. Nee, gut. Oh, das ist echt schwierig mit den Spiegelverkehrten. Ja. Zorn von Kairyoshin wieder. Zorn von Kairyoshin nochmal, sehr schön. Brauche ich auf jeden Fall. Eine Nummerkarte. Eine X-Dies-Karte. Achso, das ist Chaos Nummer, genau, 101. Können wir noch ein bisschen weiter runtergehen. Dann Link-Monster. Link-Monster. Prinzessin. Marinzessin, Meeresengel. Sind das jetzt dieselben Marinzessin, die wir ziehen, oder sind das immer andere Namen? Das sind andere. Andere Namen, ja, okay. Zack. Dann unsere Rare. Boah, da kann man schon wieder den Namen kaum lesen, wenn das so... Siebte Ewigkeit. Auch wieder für Shark. Cool aus, für Shark. Aber ich bin mal gespannt, wenn du dann das Wasserdeck dann hier parat hast. Oh, das ist eine gute Karte. Ultra Rare wieder. Warum ich denn jetzt die Ultra? Ne, das ist doch die letzte Karte schon. Ja. Okay, ich dachte schon jetzt. So, ja. Ja, Abgrundhai. Auf jeden Fall auch eine der wertvolleren Karten hier drin. Sieht schon sehr cool aus. Ja. Ah, sieht schon ganz cool aus. Ich lese nochmal kurz hier. 1200 Angriff, ein Fischmonster, 5 Sterne. Ja, aber es ist krass, das Vieh hat 5 Sterne und es hat nur 1200. Ja, also, aber weiß, es gibt da jetzt nicht, hier wahrscheinlich diesen legendären Ozean, da werden ja die, stimmt, Stufen um einen reduziert, also kannst du die rausnehmen. Genau, wenn du Umi oder sowas hast, ne, dann
Ja. Kannst du ja. Früher habe ich immer ganz gerne mit diesen Decks gespielt. Das hat eigentlich mal Spaß gemacht. Es gab einfach nur zu wenig davon. Ja, das packen wir mal hier beiseite. So, boah, das ist so genial einfach. Ich find das geil. Das ist so viele Booster. Ich würde euch raten, kauft es einfach euch nur einfach darum, bei ihr Karten. Also wenn ihr einfach nur Bock habt, Karten auszupacken aus Boostern, ja, ihr habt hier so massig viele drin. Das ist so genau, genial. Dann packe ich auch wieder die. Ah, ist das schön. Letzte Karte nach hinten, vorletzte Karte nach ganz vorletzte hinten. Karte packen wir nach hinten, die Ultra. Mal schauen. So, Marinzessin Welle. Marinzessin Welle. Seite. Marinzessin auch wieder. Marinzessin Pascalus. Ja, viele Marinzessin-Garten wieder. Kannst du Marinzessin-Deck machen? Kristallungeheuer, aber das Kristall hat. Herz, ja. Kristall Herz. Unsere Rare, siebte Ewigkeit hatten wir auch schon mal. Und Marinzessin. Und eine Marinzessin Doktorfisch. Ja, der Doktorfisch. Hatten wir gar keine Ultra-Rare jetzt? Nee, wie gesagt, es ist nicht viel drin. Ach so. Nur Ultra-Rare sind. Ich hätte wieder gedacht, wir hätten irgendwie so. Ultra-Rare. Nee. 8 Ultra-Rares, 8 oder 9 Super-Rares und 4-5 Ultra-Rares in so einem Display ungefähr. Naja, so ist das dann halt. Ja. Na gut, so. Ich bin dran. Juhu. Sehr schön. Ach, das ist schön. Gleich mal hier ein. So schön rausgehen. Genau, kannst du schon mal in die Folien reinpacken. Aber hebst du noch auf für die spannenden. So, so einmal tauschen wieder hier. So, dann drehen wir mal das Ganze um und dann haben wir. Oh, hier, deinen Fischer. Legendärer Fischer 2 wieder. Nochmal, haben wir schon, glaube ich, ne? Ja. Dann geht's weiter. Achso, jetzt ist hier der jetzt dritte. Haben wir den legendären Fischer 3. Das ist eine geile Kombo. Ja. Den Fischer, ne, das ist auch gut. Da kannst du hier mit. Blut von Kairo Shin. Ach, das ist doch die heißt die Kairo, auch. Genau, also Kairo Shin Verlag. Dings für Reißenattribut. Ach, Reißenattribut. Wusste gerade nur den englischen Namen. Genau, den kannst du damit suchen. Ja, nee, Quatsch, dich damit schützen. Also, du kannst Reißenattribut einsetzen und diese Karte aktivieren. Dann kriegst du, also, wenn deine Monster gesaved werden, nicht zerstört. Das ist ja geil. So, nächste Zauberkarte sieht nach einem fetten Wal aus. Eine Rare-Karte. Ja. Kann man so wieder so gut lesen. Was mit zwei? Wasser 2. Genau. Helmut 2. So, noch eine Zauberkarte. Hier gibt es eine Menge Zauberkarten. So, hier ist die Lemuria, die vergessene Stadt, haben wir hier vorne. Genau. Ich mag das ja mit diesen, ne? So hier, was ist das hier so? Ich weiß nicht, hier so. Wasserstadt. Wasser, ne? Also wird halt auch so. Mit Umi. Aus. Als Umi behandelt, ne? Einmal pro Spielzug während der Main-Phase. Du kannst alle Wassermonster, die du derzeit kontrollierst, bis zum Ende des Spielzugs Stufen in Höhe der Anzahl der Wassermonster, die du derzeit kontrollierst, erhalten lassen. Also, ne, wenn du halt irgendwelche Xyz oder irgendwelche Beschwörungen. Hatten wir schon, weil ich muss bei der letzten noch nicht, ne? Das war schon wieder der letzte? Meine Güte, ich muss mal mitzählen. Genau, ja gut. Booster Nummer 3? 4? 4. 4. Irgendwann wissen wir nicht mehr, wo wir sind, aber. 5? Hast du nicht angefangen? Ich habe gerade gemacht. Ja. Du hast angefangen. Ja, das müsste jetzt schon 5. sein, ne? So, mal schauen. So. Wir haben übrigens 30 Grad draußen und hocken hier drinnen im Zimmer, um das Ganze hier nochmal so ein bisschen für euch schmackhafter zu machen. Deswegen brauchen wir unbedingt was zu trinken. Ja. So, Kreissägenhai. Wieder Marinzessin. Marinzessin, Meeresengel immer wieder. Legendärer Fischer 2. Wollen ja jetzt schon zum dritten Mal, ne? Mal. Hier Bahamut-Schall. Das ist auch eine der guten Karten hier drin. Xyz-Monster. Bahamut Hai. Und Zorn von Kaioshin. Nochmal, Kaioshin? Zorn von wieder. Zorn von Kaioshin. Jetzt noch Kaioshin. So, weiter geht's. Keine große Pause anlegen. Wir haben noch eine Menge vor uns. So. Hast du eine Karte im Kopf oder einen Namen im Kopf, wo du auf jeden Fall weißt, die wir zu haben? Also, ne, diesen Kaioshin. Oder haben wir die schon sogar? Nee. Den auf jeden Fall ist halt ja relativ selten. Ne? Ja, Fischsonar ist auf jeden Fall eine gute Karte, wo du halt wieder Fische mitsuchen kannst. So, Cyberhai. Hammer. Der sieht schon ganz nice aus. No. Heimlicher Angriff zu Wasser.
Für eine Falle-Karte. Da kannst du ja jetzt doch schon ein cooles Deck zu machen. Ja. Eine Xyz-Karte. Aber oh, wieder ein extrem ganz langer Name. Kannst du das lesen? Ich kann das gar nicht lesen. Ein voll gepanzerter Schwarzstrahl Lanzerträger oder so. Ey. Boah, krass. Ja. Eine 4 Sterne. So, haben wir den nicht auch schon, glaube ich? Also Doppelfrostenhai. Frostenhai. Oh. Red. XYZ Schiffshalter. Schiffshalter. Ja. Keine gut. Super, keine Ultra. Keine Super, keine Ultra. Dafür eine normale Rare. Eine zumindest. Ja. Die Kamera hier ein bisschen verschoben. Ja, hier, warte. Ja. Rein in den Haufen. So, weiter geht's. Säbelhai. Nummer C101, lautlose Ehre Dark. Dark. Legendärer Fischer 3, zum zweiten Mal, ne? Ja. Hier den hier auch nochmal. Doppelflossenhai. Doppelflossenhai. Und eine. Kristallhai. Eine Super Rare. Super Rare. Kristallhai, Super Rare. Schönen Effekt. Ja. Gut. Weiter geht's. Welche packst du alle in die Folie rein? Die Super und Ultra? Super und Ultra, ja. Super und Ultra. Das brauchen wir uns nicht unbedingt. Ja, bist jetzt mehr Ultras gezwungen als Super. Kann so weitergehen. Ja, genau. So, weiter geht's. Oh! Da ist der OG. Da ist er, der Oldschool Marco Tsunami Freund. Vater. Vater, genau, das ist der Vater von Marco Tsunami. Legendärer Fisch, kennen wir ja noch vom Fürsten, den allerersten Serien. Das ist dann auch der erste, ne? Die ja. Nummer 1, genau. Gut. Dann haben wir 1, 2, 3. Dann haben wir zumindest alle legendäre Fische erstmal vorher. Es sei denn, es gibt noch einen vierten oder so. Okay. Gut. Ja, ja, dann ist doch ganz nice. So, weiter geht's. Ne, habe ich jetzt hier nicht doppelt weggezogen. Ne, habe ich nicht. Gut. Marenfressen, Doktorfisch hatten wir schon gehabt. Ja. Oh, da ist er doch. Hier reisender Tribut. Auch eine richtige Oldschool-Karte. Ja. Da war bestimmt immer schon 10, 20 Stück von. So, eine Rare. So, eine Rare. Schneefriege Mai. Eine Marenzessin wieder. Und eine Xyz Ultra. Ne, eine Super. Super Rare. Super Rare. Super Rare. Der Schritter. Hat man die nicht schon mal gehabt? Ich weiß nicht. Nee, also. Den alle so gleich teilweise aus. NASH Ritter. Nash Ritter. Nash. Ja, National Ritter. Dann wird es ausgeglichen. Zwei Ultras, zwei Rares. Super also. Rares. So. Marenzessin Welle haben wir. Marenzessin Welle. Marenzessin Meeresengel. Meeresengel. Zitadellen mal. Zitadellen, auch eine schöne Karte. Die Zitadelle. Ein Waldeck. Ein Waldeck. So, eine Rare. Korallenanemone. Und Marenzessin Kampfzone. Also das Grün, vielleicht, das Blau erkennt man ja echt kaum ja. In Farben. Ja, vielleicht habe ich so viel Marenzessen-Garten, dass ich mir auch da schon mal ein vernünftiges Deck draus machen kann. Marenzessen-Deck. Ja. Weiter geht's. Es nimmt einfach kein Ende. Ne? Wahnsinn. Ich glaube, wir teilen das Ganze auch Part 1 auf. Also das hier ist Part 1 jetzt erstmal. Display ja. 1. Das ist echt, das ist viel zu viel. Das sieht ja hier mega lange dauert. Das dann sonst. Wow. Oder zumindest machen wir mal kurz das Päuschen bei der anderen dann. Also Part. Ja. Bei dem zweiten Display. Wie viele Karten waren hier drin insgesamt? 5. Ne, ich meine das ganze Display. Hatte das über 100? Also 36 Karten, 5. Nee, hier insgesamt. Wie viele Karten kann man kriegen bei dem Display? Achso, nee, 57 Karten, 57, verschiedene. 57 verschiedene Karten, wir haben also so wir werden viele also, Doppelte haben. Ja, oder, also oder dreifache, vierfache. Für ein Wasserdeck ist das ja notwendig, das brauchen wir ja dann. Ja. So, was haben wir denn hier Schönes? So, wieder ein Marenzessen. Die andere folgt gleich dahinter. So, Marenzessen, soweit das Auge reicht. Ja. In Double Link. So, was haben wir denn hier? Schnellzauberkarte. Zauberkarte, schnelles Chaos.
So, hier ein Bahamut-Teil. Eine Rare. Haben wir den schon? Ja. Achso, der ist der Bahama. Mohammed Al. Und einen legendären Fischer 2 nochmal. Vierte. Gibt es den eigentlich auch irgendwie anders als nur normal? Haben wir den nur normal oder gibt es den auch in Rare, Super Rare, Ultra Rare? Nee, die gibt es glaube ich nur in normal. Ja, also, schade. So. Dann haben wir wieder Dr. Fisch. Kristallherz. Cyberhai, haben wir alle schon. Blasenring. Blasenring. Dass wir das merken, welche wir schon hatten und welche. Eisen Attribut. Ja, doch. Gut. So gefühlt eigentlich bei eigentlich jeder irgendwie, die wir schon mal hatten. Aber ja, das sind halt extrem wenig Karten, ne? Aber ja, halt teilweise nur so ein Nebenset. Ne? Ja. Aber ich freue mich auf die ganzen Marco Zunori-Karten. So. Rostosaurias. Oh, der ist doch neu, ne? Nee, auch eine ganz alte Karte. Nee, ich meine jetzt hier den. Achso, nee, den hatten wir noch nicht. Ja. Nummer C101 haben wir auch noch nicht gehabt, ne? So, ja, doch. Ja. Das dritte Mal. Scheiße. Oi. So, Marinzessen, Dr. Fisch mal wieder. Ich glaube, Marinzessen kann man bald alle durch. Hier diesen. Genau. Hai hier als Rare. Wahl. Warum sag ich denn Hai? So, was ist das denn hier? Die letzte Karte ist eine gelangweilte Marinzessen Seepferdchen. Okay. Seepferdchen Marinzessen. Und die habe ich extra nach hinten gepackt. Ja. So. Ja, wie gesagt, also Stand aktuell ist hier. Immer noch. Zwei Super Rare, zwei Ultra Rare. Mal schauen, wie es so weitergeht. Dann haben wir legendären Fischer. Immer noch 12 Stück. Ja. Xyz Schiffhalter. Säbelhai. Ein Rare. Schläfrige Mais. Und unseren zweiten Ultra. Das ist schade. Hätte ich gerne eine andere. Abgrundteil. Ein Abgrundteil. Haben wir den schon? Letzten? Ja. Auch schon. Huiuiui. Da ist ein Ultra Rare Spot. Doppelt. Aber am nächsten Display dann. Ja, ein paar Booster kommen hier noch. Ja. So, Wut von Kaioshin hatten wir schon, unseren Kaioshin. Immer. Hier unseren Säbelhai haben wir auch schon wieder. Aber hier. Ah, da, siebte Ewigkeit. Genau, da kann man es jetzt mal eigentlich kennen. Und hier unsere so eine schöne Stadt. Lemuria, die vergessene Stadt. Diese Städte, die mag ich. Ist das eigentlich so eine Feldkarten? Ja, das ist eine. Ja. Diese Karte wird immer als Umi behandelt. Alle Wassermonster erhalten 200 ATK Defense, also oder Klassiker, ne? Einmal pro Spielzug während deiner Mainphase. Du kannst alle Wassermonster, die du derzeit kontrollierst, bis zum Ende des Spielzuges stufen in Höhe der Anzahl der Wassermonster, die du derzeit kontrollierst, erhalten lassen. Okay. Na denn. So, dann haben wir. Ach ja, Pascalus Marinzessen. Marinzessen Wunderherz. Nochmal den Zitadellenhai. Marinzessen Umströmung. Umströmung. Und Marinzessen. Die Kampfzone. Cool. Da sind halt echt viele Marinzessen-Karten. Muss man mal gucken, ne, wie viele unterschiedliche das sind. Oder ob die alle eigentlich gleich sind. Stimmt, sind das fast kaum die unterschiedliche. Ah ja, mein Gott, ey. Cyberhai wieder einmal. Prostosaurier, nicht Prost. Prost. Zorn von Kaioshin mal wieder. Alexis der Bahamut-Hai, den gibt es auch mal nur als Rare, ne? Ja. Und Marinzessin Dr. Fisch, das war schon wieder. Nichts dabei. Können wir jetzt ein bisschen schneller machen hier. Alles, was wir schon hatten. So, jetzt habe ich den Kartentrick hier nicht angewendet. 10 Stück habe ich noch. Ja, dann haben wir die
Nochmal Lemuria, Lumina wollte ich gerade sagen. Prinzessin. Oh, da haben wir eine neue. Die ist schick. Kairio Shins dunkles Riff. Geil. Und eine Super haben wir. Chaos-Team, ja. Cool. Da ist auch Shark drauf. Ich kenne den aber auch, weil die Serie noch nicht geguckt, aber das ist der Shark. Von welcher ist die denn? Von welcher Staffel? Weißt du? Ich weiß es nicht genau. Wechsel kann Wechsel sein. Vielleicht. Etwas neuer noch. Oder wie heißt es davor? Wie? Oder sowas. Also die ganzen neuen Serien von Yu-Gi-Oh! Die haben wir. Ich habe die, also ich habe die nicht mehr gesehen. Oder was der letzte? Also meine letzte war die 5DS. Die habe ich noch nicht alle Folgen geguckt, aber zumindest habe ich immer mal so stückchenhaft geschaut. Ja. Aber GX und die normalen, die habe ich gesuchtet auf jeden Fall. War schon nice. So, Kreissägenhai. Marinzessin, Kampfozean. Nochmal ein Xyz. Eine Rare wieder. Marinzessin, Umströmung. Und dann haben wir auch schon wieder die. Oh, schöne Ultra Rare. Mega Festungswahl. Schick. Als Ultra hier gleich mal gleich versiegeln. Schließen. Oh, eine schöne Karte, sieht auch schön aus. Sind schon dran, so, ne? Ach, da ist es schön geordnet. Schön geordnet. Ja, wir sind jetzt bei 4 Ultra Rares und 3 Super Rares. So, und wir ernähren uns so langsam nicht dem Ende. Sind immer noch so viele. So. Kristallherz. Kristallherz mal wieder mal absetzen. Oh, die. Nee. Das Chaos. Was? Spinnerangler. Ein Rare. Ein Blasenring. Und. Puppelblase. Weiß ich nicht. Ah, ja, okay. War jetzt auch nicht so. Jo. Next, please. So, wieder einmal Marinzessin, nein, das ist nicht. Heimlicher Angriff zu Wasser hatten wir schon. Ich kann mich an dieses zu Wasser erinnern, das war so ein komischer. Marinzessin, Kampfozean wieder, hatten wir gerade schon. Hier hast du nochmal eine zweite Kairoshins dunkles Riff in Rare. Und die Goldfrau, jawoll. Da ist sie. Lautlose Ark Nummer 101. Hier, ich will nochmal. Oh, eine Ghost Rare in dem Ozean. Display ist schon nicht schlecht. Wie viele gibt es davon? Eine Ghost Rare gibt es. Ach, die eine Ghost Rare, die haben wir gezogen. Ja, also wir haben mit dem ersten Display dann gleich bei circa der Hälfte hier ganz noch ganz leicht anpassen. Also so viel wert ist sie nicht, aber. Ich finde es immer ein Highlight. Eine Ghost Rare, ne? Ja, eine Ghost Rare ist immer ein Highlight. Da kannst du eine ganze Folie nur mit Ghost Rares machen. Ne? Hier das läuft zu nah dran. Jetzt sieht man schon fast nur die Folie, aber ist das schon. Hier so sieht man sie gar nicht. So sieht man sie nicht auch und so sieht man sie wieder. Das ist ein schöner Effekt. Ah, oh, richtig cool. Jawohl. Haben wir, glaube ich, schon Garten. Ja. Da ist sie. Die eine Ghost Rare, die haben wir gezogen bei circa der Hälfte. Und uns erwartet noch ein Display hiervon und noch die andere Hälfte, die wir jetzt weitermachen. Vielleicht kriegen wir nochmal mit einem Display eine Ghost Rare. Ja. Die eine nochmal. Legendärer Fischer. Zum dritten. Ne? Du Wasser, da haben wir ein Playset. Auf drei. Das fast Kalos. Marinzessin. Ne? Rare, ja. Hier, da. Marinzessin in Strömung. Und Marinzessin marmorierter Stein. Die Linkkarte. Kannst du eine Linkfolie machen? Vielleicht werde ich mir irgendwann mich motivieren und mal so ein richtig cooles Link-Deck machen. Aber ich glaube eher nicht. Link kannst du halt überall reinfallen. Ja, ja, natürlich, ja. So, ja, schon ein bisschen. Ich bin ja so der Zombie-Drachen-Fan. Also, ist immer so meine Spezialität gerne. So, Nummer 71, den hatten wir doch noch nicht, oder? Rebarion-Hai. 71 sagt mir jetzt nichts. Außer der Cyber-Hai mal wieder. Webel-Hai.
Die Rare, die siebente Ewigkeit hatten wir auch schon ein paar Mal. Und Oh, Nash super. Ritter haben wir wieder. Ja, das ist auch eine neue. Die hatten wir noch nicht. Doch, den hier hatten wir doch schon, den Nee. Nash Ritter. Nee. Ach, doch, ach, das ist ein Xyz Nash Ritter. Ach ja, hier. Gab mal ganz kurz, immer mal erstmal rein. Stimmt, wir hatten einmal den Nash Ritter und dann Den Chaos XD Nash genau, den Ritter. Chaos Xyz Nash Ritter. Oh, interessant, nice, was das. Stimmt. Ja, da kann man echt durcheinander kommen. Die sind doch sehr ähnlich von den Namen her. Sehen jetzt doch unterschiedlich sehen sie aus. So, So, wie ja, komme ich jetzt hier? ein bisschen Müll gemacht hier. Ja, So, coole Plastik, also geht der halt nicht mehr. So, Zitadellenhai. Gedenke Oh, ein bisschen näher ran, Qual dann geht das wieder besser. an, Boah, okay. hier. Die Ist das ein Kätzchen? Seepferdchen. Ja, Qualenanemone. Und, oh, Nochmal, nochmal. Xyz Nash Ritter. Dasselbe hintereinander Super nochmal. rare. Krass. Ja, nehme ich. Nimm mal mit. Aber bisher noch leider keine, außer dem Wal. Gibt's eine Omi hier drinne? Nee, also das ist halt Schade. dieser Ozean da, ne? Ja, hätte Aber sein noch können. keine Super oder Ultra Rare von Marco, außer dem Festungswal. Aber hoffentlich wird das noch was. So, ich sehe hier, könnte das was Neues? Nee, ne? Aber noch nicht schnelles Chaos. Den Aber ne. haben wir, glaube Den ich, hatten wir noch nicht, nicht, ne? ne? Der siebente sagt mir Oder. auch noch nicht. An. Oh ja, doch. Ja, die sehen alle Die sehen alle so gleich aus. ähnlich Könnte aus. sein. Hier. Oh. Ah, ich darf mein Bein nicht strecken. Ne. Strecken ist finish. So, reisender Tribut schon wieder einmal. Marincessen wieder. Ich glaube, Marincessen haben wir jetzt alle. Und hier die Mu. Geldkarte. Nichts dabei. So. Geht so weiter, wieder mit ellenlangen Namen. Vollgepanzerter Schwarzstrahl. Schwarze Balanzen, irgendwas. Pass auf, dass es nicht zu nah ist, ne? Ja. Ja, schon noch erkennen. Reichssegenhai. Neu. Marenzessen mal wieder, Meeresengel. Wieder der gute Wal. Dann Zu Wasser Thron. machen Und heimlicher wir Angriff es. zu Und. Super. Wasser hatten auch schon ein paar Mal. Ja, also zwei Drittel, denke ich, haben wir. Ich habe jetzt noch Kannst du ja mal drei, durchzählen, vier, wie viele fünf Karten. Booster. Das andere müsste jetzt noch sechs haben. Ja, ich mache jetzt das sechste gerade auf. Das schon. So, können wir dann mal zählen, wie viele wir dann schon verschiedene Karten haben. Schon mal orten. So, Marenzessin Paskalus hatten wir schon. Marenzessin Wunderherz hatten wir schon. Legendärer Fischer 3 hatten wir schon ein paar Mal alles gehabt. Oh, der erste. Nice. Achso, der erste von seinem. Wie heißt Also der? Rare. Levia Drache. Halt auch Der ultra da alt schon, ist. ne? Ultra alt. Levia Aber Drache. ja. Und Hatten wir noch Kreissägen nicht. heiß. Den hier hatten wir noch nicht, ne? Ja. Willst du den auch klar machen? Nö. Achso, Gut. okay. Oh, was? Aber da brauchst du einen ordentlichen Ordner schon für. Ein Ordner alleine für das Ganze. Für das Ganze. Das Set. Das Das ist ist die Wut Playset. von Kariyoshin. Narensessen. Dieser Name, davon werde ich heute Nacht noch träumen. Narensessen, ja. Doppelflosternhai Doppelflossenhai, und ja. oh, eine Ultra Oh, Rare. eine Ultra Rare. Narensessen War Aqua auch nur Argonaut. Not. Die soll ganz gut sein. Ja, wenn man sie dann reinpackt, dann sagt dem Decker die Links. Schick. Also momentan haben wir echt Glück mit unseren Ultra Rares. Das sieht hier schon ganz gut aus. Leider noch nicht die, die ich will hier, aber die kommen auch Auch noch. immer so aus. Man kriegt nie, die man haben will. Nummer 71 wieder. Marenzessen Welle. Die Lemuria-Welt wieder. Wieder den Doppelflossenhai. Und das war es auch schon wieder. Sehr gut. Marenzessen Kristall. Okay, da war jetzt Flaute.
Lautenpack. So. Säbelhai. Chaos wieder. Und jetzt sind Welle. Eine Rare. Eine Mone und Stille-Angler. Ja, und zum Ende. Jetzt haben wir es dann auch gleich geschafft, bestimmt. Mit der ersten Hälfte. Halbzeit ist gleich. Ja, also. So, Wut von Kairio Shin. Marinzessin, Seepferdchen. Marinzessin, Kampfozean. Eine Rare, bei der Marinzessin. Marinzessin und Zitadellen. Naja, auch wieder nichts dabei. Ja, aber die letzten sind jetzt eher so ein bisschen. Lassen zu wünschen übrig. Könnte ein bisschen mehr. Enttäuscht. Aber wir haben eine Ghost Rare. Wir können nicht meckern. Rare, genau, wir können nicht meckern bei der Ghost Rare. So, haben wir die Lanze. Legendärer Fischer. Eisenwut. Mal wieder dunkle Seriff. Und. Webernkamp. Und nochmal 71 nochmal. So, noch drei Stück habe ich. Ist auch noch? Ich habe zwei. Erst mal passt das ja. Ich habe ja angefangen. Können wir erstmal gleich bei der Hälfte aufräumen erstmal. Ja. Echt viel Müll. Hier unten. Gibt dann eine Menge darum. So, weiter geht's. Xyz, Schiffshalter. Stiller Angler. Vollgepanzerter Schwarzsturm und so weiter. Oh, achso, Bahamut ja. Ei, nicht Ei. Und Marinzessin wieder als letzte Karte. Eine Marinzessin-Karte. Das ist beide Staffel hier oder ist das ja, ein schöner Staffel? Okay. Der Rare Staffel. Ja. So. Da riechen. Nummer 10 und 1 hatten wir schon. Marinzessin, Meeresengel. Das sind lebrige Maid, und ihre 2, 5 mit 6, vielleicht das Doppelte. Gibt es jetzt so. Ja. So, wieder ein alter Bekannter, legendärer Fischer 3. Nochmal Nummer 71, oh, die ist jetzt aber echt häufig drin. Ey. So, heimlicher Angriff zu Wasser hatten wir auch schon, meistens ein bisschen später. So, zu Wasser 2, auch gleich hinterher. Und Frostosaurier hatten wir auch schon, das war's schon. Gut. Good. Zu Wasser 1 und 2. Habt ihr da noch einen Pack? Ihr habt ja noch einen Pack. Also Glückspack. Letzten 2. Legendärer Fischer 3. Was ist Kairio Shin? Vergessene Stadt. Manuel. Frank. Und. Oh, da ist die erste, die ich wollte. Die ist schick. Was? Verdammtes Krake. Auch wieder. Halt früher ein Normal Monster gewesen. Jetzt mit einem schönen Effekt. Und ja, sieht auch echt geil aus. Cool. Schöne Karte. Das war wirklich ein Chip-Fischkarte. So, und mein letztes Booster. Gucken wir, ob wir hier nochmal irgendwas Spezielles ziehen. Eine schöne Karte will ich nochmal. Eine schöne Karte. Mal gucken, ob es eine schöne Karte wird am Ende. So, die hatten wir schon gehabt. Stiller Angler hatten wir auch schon gehabt. Marinzessin hatten wir reichlich. So, vorletzte Karte. Achso, das ist ja wieder 7. Ewigkeit. Oh, da unter sah es schon nicht gut aus. Doch, oh, da sieht man gut aus. Ein frischer Qualle als. Ja, als Super Rare. Super Rare. Schick. Ja doch, da haben wir schon mal viel. Das ist doch schon was Gutes. Letztes gute Buch haben wir nochmal. Ja, war echt gut in den letzten beiden. So, das ja, war's erstmal. Viele Karten haben wir hier vor mir. So, die Nährshooter sehen mal gezeigt. Cool aus. Ja. So, also wir haben 7 Super Rares, wir haben 5 Ultra Rares
Und die Ghost Rare. Das ist schon nicht schlecht. So, wollen wir Wir nochmal können über nochmal seine alle zeigen Generali? hier. Also die erste Super Rare, elektrische Elektrische Qualle. Qualle. Verdammnis Qualle gekommen. Krake. Verdammniskrake. Dann einmal Die Xyz, Ace. Nash. Nash Ritter. Hier haben wir noch einen Nash Ritter. Xyz, Nash, Ritter, die zweite. Also zweimal dieselbe, ne? Ja. Zwei, ja genau, zwei Zweimal dieselbe Ultra. dieselbe Super. Super Rare. Chaos Barrier 10. ist Chaos hier. Und dann haben wir einmal den anderen Nash, Ritter, den einfachen. Schulter. Und als letzte Super einmal den Crystal Kristallhai. High. Wow. Genau, so. Ultra Rare. Ultra Rare, eine Link. Eine Link. Die sieht Marincestin. schon ganz cool aus. Auch wenn ich kein Link-Fan Aquanaut. bin, sieht schon ganz cool aus. Dann Mega Mega-Festungswahl. Festungswahl. Glaube ich. Schön aus die Karte. Ja, zweimal den Abgrundhai. Sieht Aber ganz ja, cool aus. nehme ich. Nehme ich. Zweimal nehmen wir immer. Siebter Aufstieg. Ultra-Rare. Eine Zauber und jetzt noch Und das dann, ja, Highlight des die musst du Ganzen. zeigen, die hast du Ich einfach glaube, ich gezogen. habe sie gezogen. Das Highlight von allem. Die Ghost Rare. Richtig Die ist geil. echt schick. Nummer 101. Lautlose Ehre. Arc. Richtig cool. Verschwunden. Boah, guck Verschwunden. mal, total schwarz die Karte. Verschwunden. Boah, das sieht cool aus. Ja. Das ist schon ganz nice. Cool. Schöner Ja, Effekt. das war Display Nummer 1. Part Nummer 1. Das gleiche Display dann gleich nochmal, Part Nummer Ja. 2 dann. Mal schauen, ob wir da nochmal eine Ghost Rare drin haben. Wie gesagt, es gibt ja nur eine Ghost Rare. Vielleicht bekommen wir die noch einmal in dem Display. Es ist ja nicht so, dass wir in jedem Display immer eine Ghost Rare sicher drin haben, Ja. sondern es ist nur reiner Genau. Zufall. Genau, gleich machen wir dann noch Ach, die Box hat noch. die zweite machen wir gleich noch. Die werden wir gleich noch dann hier angehen. Und dann sehen wir uns gleich nochmal bei Part Nummer 2 des legendären Fischers Marco Tsunami und seine ganzen, ja, fetten, Segelheuer. krassen Booster. Es hat echt lange gedauert. Wir werden aber das Ganze im zweiten Part vielleicht etwas beschleunigen, wenn wir sehen, wir haben jetzt da auch schon die Karten. Wir haben jetzt, oh, ich weiß nicht, wir können ja gleich nochmal Wir schauen. haben also gefühlt haben wir jetzt Ich glaube, quasi fast das ganze nur Display schon, ne? 95% gesehen. Stimmt. Vielleicht die eine oder also auf jeden Fall eine Super Rares fehlen da noch. Du hast Hier da bestimmt noch den eine Karte, die wir haben Abkairio sollten Shin oder hier, sowas. den hier, Ah. legendärer Drache. Genau, die fehlt uns noch. Also die will ich auch, Hier ist ich das, meine, ist es. die hier, So, das ist der der dahinter, Kairio Shin, dieser genau, hinter ein Balken auch über drauf. der Ja. Qualle. Der Qualle. Ja, oh. Genau. Da bin ich mal gespannt. Gut, dann sehen wir uns gleich bei Part Nummer 2 wieder und dann, ja, bis Ganz gleich. einfach.